So, Hauptraum. Wenn wir ein U-Boot des Regimes stehlen wollen, muss Seth das Ding auf dem Tisch unbedingt reparieren. Und Sie helfen ihm dabei. Ja, ja, mach mal. Er ist wieder nüchtern. Ich meine, ich will dich nicht aus deinen Träumen reißen, aber ich muss durch die Tür. Oh, bitte. Ich möchte lieber nicht daran denken, woran ich jetzt denke. So schlimm, hm? Wer gesehen hat, was ich gesehen habe, der muss eigentlich einen Sprung in der Schüssel haben. Aber warum habe ich keinen? Oder habe ich einen und hab's nicht mitbekommen? Wir verändern uns alle, wer wir auch sind oder wo wir herkommen. Fest steht, wir beide müssen den Gefahren trotzen. Müssen es bis auf die andere Seite schaffen. Und das Regime stürzen. Und das Regime stürzen. Wir werden gemeinsam einen trinken, wenn es soweit ist. Verlass dich drauf. Eine nette Türapparatur. Bombarde. Messer und Schockwaffe. Ah, Mist. Falscher Modus. Was haben wir denn da? Ach, da müssen wir drunter. Wie ist denn der andere bitte dorthin gekommen? Schweißgerät. Und jetzt müssen wir warten. Finde einen Weg zurück. Meine Frau und ich sind im letzten Sommer über die Breite gefahren. Von Spanien nach Afrika. Das war fantastisch, das sag ich dir. Ist es dort nicht gefährlich? Ich meine, wegen des Krieges. Die Front ist weiter im Süden. Afrika ist ziemlich groß, weißt du? Mein Mann wollte immer schon mal auf Großweltjagd gehen. Ich würde so gern einen Elefanten sehen. Tja, wo ich war, gab es keine Elefanten. Aber es muss bestimmt noch welche geben. Oder ihr habt sie schon alle ausgelöscht. So, sind wir denn jetzt hier? Die ganze Anlage und kein Schwein kriegt mit, dass wir uns da drin bewegen. Das ist doch nicht wahr. So, hier ist was zum Aufladen. Warum auch immer. So, rüber mit uns. Und jetzt komme ich wie weiter? Ah, guck an. Oh, man hat schlecht gemacht. Stroboskop. Tja, so ist das in einer Familie. Irgendeiner quatscht immer die Leute zu Tode. Aus der Schweiz hört man tatsächlich viel. Ach du Scheiße. Sind das so Tanks, in denen die ihre lieben Kollegen drin haben? Das wäre mies. Aber nee, ich glaube es nicht in diesem Falle. Aber wo müssen wir lang? Ha, guck an. Bitte einmal öffnen.
Okay, das war sowas von unnötig. Wow. Oder auch nicht. Holy crap. Stirb. Ob das dem überhaupt Schaden macht? Scheiße. Nee, also so geht es schon mal nicht. Wie soll ich denn jetzt zwei von den dicken, fetten Biestern platt kriegen? Kein Wunder, dass es da eine Rüstung gab. Aber wie töte ich die? Also das hier scheint mir auf jeden Fall keine schlechte Idee zu sein. Da ein klein wenig ein Loch drin zu haben, um es zu verstecken. So. Dann wäre jetzt aber eine gescheite Waffe eigentlich nicht schlecht. Denn die einzige Waffe, die ich habe, ist die hier. Sonst muss man die wirklich mit dem Messer kaputt machen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Liegt da keine Waffe mehr rum für uns? Nein. Aber ich sehe gerade, wir können da noch ein paar andere Sachen noch ziehen. Uns wohl oder übel ein bisschen Schutz bieten. Na gut. Aktivieren. Oh. Das macht ja mal extremst Schaden bei denen. Oh ja, das macht ordentlich Bums. Hätte ich gar nicht zugetraut. Können wir noch mal ein bisschen was einsammeln. Nehmen natürlich die dicke Wumme mit. Wäre ja auch eine Schande, wenn wir die da stehen lassen würden. 250 Schuss. Kriegen wir jetzt noch irgendeinen Kollegen ab? Wahrscheinlich kommt jetzt eh keiner mehr. Und wir sind gefangen. Was ein Scheiß. Weil der Sohn da nicht vielleicht ein bisschen was ausprobiert hat. Nein, man muss das Ganze natürlich gleich verschärfen und nicht akzeptieren. Aber ich dachte, über solche Zeiten... Ja, was sag ich da? Solche Zeiten wird es hier immer geben. Ist ja schließlich das Regime. Das auf gute alte Country-Musik, okay, nicht unbedingt Country, Volksmusik setzt. Ist ja schließlich das Volksregime, ne? Was ist ein Schwachsinn. Aber schönes Szenario. Ach, guck an.
großartiges Schweißgerät. Nächstes Mal holen Sie es, Fergus. Aber echt. Wenn wir ein U-Boot des Regimes bitte schön. Muss Seth das Ding auf dem Tisch unbedingt gut. reparieren. Sehr und Sie gut. helfen ihm dabei. Genau, was machen ich brauche. Sie das? Ach, würden Sie Anya bitte diese Notiz bringen? Sie braucht die Frequenz des Transponders, um ihn zu verfolgen. Als wäre ich der gottverdammte Botenjunge. Yep. William. Hast du einen Augenblick? Hast du Blazkowicz gesehen? Schon wieder. Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? Nicht schlecht. Ich will das. Mit dir. So wie jetzt. Einfach immer. Das wird so kommen, William. Ganz bestimmt. Seid ihr bald fertig da drin? Wir müssen los. Aber nicht heute. Hören Sie zu, Blazkowicz. Von Ihrer Position aus. In der Kanalisation. Die Eingeweide der Stadt. Und tiefer unten die Katakomben von Berlin. Ein gewaltiger Komplex. Der sicherste Ort Berlins. Das zentrale Munitionslager des Regimes. Was wir alles mit diesen Waffen bewirken können. Aufstellen. Eine echte Revolte. Dieser Zugang ist durch Wasser versperrt. Es führt keinen Weg hinein. Es gibt nur eine Möglichkeit, dort einzudringen. Ein Tunnelgleiter. Das Regime benutzt sie hier unten zu Wartungszwecken. Wir haben Jahre gebraucht, um ihn einsatzbereit zu machen. Na dann. Phase 1 des Plans, Zugang zu Sets unter Wasserversteck zu erhalten. Dringen Sie mit dem Tunnelgleiter in das Waffendepot in den Berliner Katakomben ein. Anya verfolgt Ihre Position per Transponder und gibt Ihnen taktische Unterstützung. Viel Glück, Blazkowicz. Das Wasser ist tief. Okay. Okay. Kannst du mich hören? Du musst die Abwassertunnel durchqueren, um in die Katakomben von Berlin zu gelangen. Ich werde dich hindurchlotsen. Vielen Dank für die Arbeit. Schnuggelchen, mal gucken, was da noch drin ist. Jawohl, Rüstung. Das hat sich rentiert. Und rein damit. Mit W und S. Jawohl. Sehr schwammige Steuerung. Aber ganz cool gemacht. Die Gleiter sind verdammt langsam. Ich hoffe, wir begegnen jetzt keinen Freunden hier unten. Okay. Ich war noch ein Kind. Die Algenblüte war in vollem Gang. Bin ins Wasser, weil ich nicht auf meinen Vater hören wollte. Fühlte sich an, als würde meine Haut verbrennen. Als Ui, Lupin. Verbrennen. Na dann los. Geht's nach unten? Mit Wertsachen, sagst du? Naja, hier habe ich jetzt auf jeden Fall nichts gesehen. Ach, guck an. Muss da unten auf die andere Seite. Bereiche könnten für den Tunnelgleiter zu schmal sein. Du wirst schwimmen müssen. 13 Jahre alt. Fiel in den Teich bei den Stellen. Danach klebten an meinem ganzen Körper Blutegel. Sehr leckere Geschichten. Blazkowicz. Schmierig, schmutzig, Blutegel. Und wieder Sauerstoff. William, ich wollte dir noch etwas sagen. Ich habe in diesem Tagebuch gelesen, das mir meine Großmutter gegeben hat. Es gehörte meiner Cousine Ramona. Sie hat mit uns in der Klinik gearbeitet. Sie ist tot, aber sie hatte viele Geheimnisse.
und es gab niemanden, dem sie etwas anvertrauen konnte. Darum hat sie alles aufgeschrieben. Ich sende dir die Tagebucheinträge an dein Audiologbuch. Wenn du Zeit hast, hör doch mal rein. Ramonas Tagebucheintrag. Ich war 3 Tage wieder zu Hause und jetzt hat das Regime unsere Stadt besetzt. Sie haben Jakub Brozek ermordet. Kopfschuss. Sein Pferd war ihnen im Weg. Er hat mir das Küssen beigebracht. Ich muss etwas unternehmen. Tja. Solltest du. Die nächsten Einträge kommen also mit der Zeit.